Hallo, erstmal so. Meine Frau war mal wieder einkaufen bei Lidl mit Mias Unterstützung. Wir haben heute Grünen Donnerstag, das heißt, das ist dann ein Oster-Mega-Lidl-Haul. Möchte ich jetzt mal so sagen. Frau guckt mich so an. Meine Frau lacht mich aus. Ich bin heute die Ich Kamerafrau. ja, ne? Hallo Dann Shishi. fange ich mal systematisch von hier vorne an. Ja. Darf ich das Ganze in die Kamera halten? Ja. Es sind Pfirsichhälften, leicht gezuckert. Ich habe eine Behauptung, meine Frau will Kuchen backen. Wenn ja, gibt es das bestimmt auch als Video. Ich backe ihn zwar nicht, aber ich mache ihn. Ja, komm, Aber backen, belegen. es gilt. Ja, ich habe einen Ein guten Punkt. Tortenboden. Ein Punkt für Koya. So, was eine Überraschung, Gewürzgurken. Warum hast du die Kleingläser Ja, weil die genommen? Großen immer so doof sind. Weil die So. so schwer sind beim Rausnehmen. Ja. So, dann machen wir weiter. 30 Eier. Ja, ich Ne? wollte Eier färben. Ne? Um mal Olli Kahn zu zitieren, wir brauchen Liebling. Eier. Ja, ist gut. Kräuterbutter, nimmst du immer von Meggle. Für Ja, sich nur das teuerste. entweder mache ich die selber oder manchmal halt auch die hier. Ich wollte die aber trotzdem noch mit im Haus haben. Ne? Hydrogel kühlend. Also für Blasen oder Druckstellen oder so, Kosten ne? nur, da kann ich euch echt einen Tipp geben, die kosten nur 99 Cent bei Lidl. Und dann habe ich auch gleich nochmal diese Wasserfesten Pflaster. wasserfesten Pflaster. Die sind richtig cool, die habe ich gekauft. Die Ja, können die gleich habe in ich die auch ein paar mehr. Schublade. Siehst du, ich räume gleich weg. So, Genau. weg sind sie. So, dann haben wir Zahnpasta für Mia Maus. Ja, bei mir verschmiert die Zahnpasta. Piratenfrüchte. Ja, die blauen, die mag sie am Die ist liebsten. blau, genau. Genau. Ja, die Ja, am magst du am liebsten. liebsten. So, zweimal Bubi Club, blub. Also, das ist Dings sind günstig. Da können wir auch ein teuer versus billig mitmachen. Ja, das ist auf jeden Fall so Robbie Bubble, kennt ihr bestimmt, so Kindersekt in günstig, die kosten 99 Cent. Mia, die kosten 99 Cent und die waren jetzt für 69 Cent im Angebot. Und wir hatten das letzte Mal schon diesen Pfirsich und der hat nur 18 Kalorien, also dafür, dass es so eine Zuckerplörre Dafür hat der ist. 50. Nein, Stimmt. 10 Kalorien nur. Der hat nur 10. Das ist hier Erdbeer. Ja, dafür, dass das eigentlich ja so eine Zuckerplörre ist, ne? Ja, findet Mia jedenfalls ganz toll und sie trinkt dann nachher einen Sekt, hat sie schon gesagt. So, dann für den kleinen Dicken, den ich gerade schon ins Bett gebracht habe. Das ist ab dem 8. Monat, darf er noch gar nicht Er kriegen. ist ja 7 Monate alt, also ist er im Ach 18. so, Monat. okay. Siehst du, heute wieder was gelernt. Bärenkekse. Die hat Mia ihm ausgesucht, die wollte sie unbedingt haben für Baby Okay, Ben. akzeptiert. Kurze Zwischenfrage, was hast du eigentlich ausgegeben? 75 Euro. Das geht ja, ist ja Schnapper. Für Lidl ist Bei das ja Lidl nichts. 75 Euro. So, Fix-Salatsoße mit Gartenkräuter. Die brauche ich für dieses grüne Zeug Das da. erzähle ich gleich. Das können wir leider nicht kommentieren, aber ihr Aber wir seht ja, was es zeigen. ist. Und wenn ihr noch mehr von ihr sehen wollt, von diesen Dingern, verlinken wir euch mal Oh, oben du das mal mit deinem Video. Scheiß verlinken, das nervt mich. Ja, dann finden die Ich Leute es verlinke besser. gleich mal eine Kontaktanzeige von dir, weil du bei Single bist. Okay, dann verlinken wir jetzt hier oben mal das Nacktputz-Video. Jede Frau, die Interesse hat, kann ja mal in die Kommentare Ja, alles klar. schreiben. Ich verkaufe meinen Mann. Nee, wie heißt das? Versteigern. Du verramschst mich Versteigern. wahrscheinlich. Ich verkuppel dich, wollte ich eigentlich sagen. So, jetzt mal weiter mit dem Ernst, ne? Der Lage. Nicht so Ach so, nah. sorry. Ja. Zweimal Baby Vita Vollgemilch Number 2. Alles klar. Reichen für jeweils einen Tag eine Packung Ach gefühlt. Quatsch. Fufu. Osterfutter für Shishi. Hundefutter, genau. Oh, die trampelt hier schon rum, die will das, glaube ich, jetzt schon haben. Willst du nicht? Shishi, happy, happy? Happy, oh, happy, happy? Platz. Und Rolle, Rolle. Ja, fein. Naja, so eine halbe Rolle, okay. Kriegst auch eine halbe Dose. Gut. Zweimal Fusilli-Nudeln. Meine Frau nimmt nur Fusilli. Ich Ja. nehme immer mit Absicht Penne. Mia hat sich heute ein bisschen beschwert, weil ich hatte bunte und die mochte die bunten nicht. Ich wurde gerade angetickt. Was ist los? Mami, darf ich Schüler jetzt was zu essen geben? Gleich, wenn wir fertig sind. So, dann hat meine Frau ein paar Gurken gekauft. Ja, ich esse so gerne Gurken. Die waren für 39 Cent pro Stück im Angebot. Da musste ich zuschlagen. Auch dazu bitte mal in die Kommentare, ob ihr eine Frau oder ob ihr selber 10 Gurken auf einmal kauft. Und vor allem, noch nicht mal wird davon eine weggeschmissen, weil sie irgendwie matschig ist oder irgendwas. Ich Die esse futtert die. die auf. Ne? Gewürzgurken, Sonnegurken, voll die Gurke, die Alte. Ja, ganz ehrlich, also die würde ich sagen, am Dienstag nach Ostern sind die weg. Ah, Ich wollte locker. morgen auf jeden Fall einen Gurkensalat machen, weil wir essen morgen was mit meinen Eltern zusammen und da mache ich auf jeden Fall einen Gurkensalat. Ja.
Ja. Ein alkoholfreies Bier. Ja. Das habe ich bei Rewe gekauft. Ihr seht, vier Flaschen hat meine Frau mir gekauft. Vier Flaschen müsst ihr euch überlegen. Samstag Fußball. Das reicht nicht. Stimmt gar nicht. Alkoholfreies dazu gesagt, weil Alkohol trinke ich ja nicht. Aber nur vier Flaschen. Okay, und? Mehr hat nicht reingepasst. Es sind noch ein paar im Kühlschrank. Ach so, ne, ich und sagen. Auch noch im Kühlschrank. Und da habe ich noch eine Mia eingekauft. Guten Tag. Mama, hast du das für mich gehört? Ja. So. Weiter geht's. Dann haben wir 12-mal Chicken Nuggets. Die schmecken fast wie bei Mc's. Das sind 24. 2x12. Ich habe 12-mal gesagt, ne? Ja. Ist ja auch Peng. Auf jeden Fall geht's dann hier weiter mit der Obst. 2x Erdbeeren, die hebe ich jetzt nicht an. Sonst nölt meine Frau wieder, dass ich zermatsche. Ja, die waren für 99 Cent bei Rewe im Angebot. 2x Töffifee. Ja. So. Das hier hat Mia sich ausgesucht, das kriegt sie aber nur, wenn sie lieb ist, ne? Ja, wenn sie leise ist, hat die eigentlich gesagt. Ja, dann esse ich sie wohl doch alle. Also Blaubeerchen. Die, Leberwurst. Ja, für wen ist denn die? Für Mia? Nein. Nee, für Ben, stimmt. Ben Baby ist Ben ist seit neuestem Leberwursttoast, deswegen habe ich jetzt nochmal welche gekauft. Dann kann meine Frau gleich wieder wischen. Ja. So, 2x Milch, ganz normale Haarmilch. Genau. Ne? Wenn ihr mal Bock habt zu sehen, wie Mia Haarmilch probiert und frische Milch, ne? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Ich mag sie nicht. Ja, ich probiere sie auch, den Unterschied. Können wir ein teuer versus billig machen? Also ein haltbar. Haltbar versus frisch. Also es ist ja auch teuer versus billig in dem Moment. Und das können Mia und ich nur probieren, weil Niki ist. Wir können ja auch mal abgelaufen versus neu machen. Ja, okay, dann ist du aber auch. Nein, ich filme, ich bin noch Kameramann. Ach so. Frau. Ja, aber ich würde sagen, du bist eine Frau. Ich weiß das. Ich habe die geheiratet und Kinder mit dich. Ja. Salz. Warum hast du 2x Salz gekauft? Weil unser Salz fast alle ist. So, jetzt mach ich weg, du nervst mich. So, braune Soße für Nudeln. Dann einfach nur Butter. Zum Backen nehme ich die immer. Dann Chicken Wings. Die wollte ich heute eigentlich essen, mal gucken. Dann habe ich hier nochmal so eine Pizza. Irgendwie habe ich die immer gerne im Haus und wenn irgendwann nichts mehr da ist, dann machen wir die Reste da drauf und schmeckt gut. So. Dann Rosenkohl, auch so tiefgefroren. Wie heißt denn das jetzt? Margarine, genau. Dann habe ich noch Kartoffeln und Würstchen. Und hier habe ich so ein paar Babygläschen. Und zwar nur so süße Gläschen. Müsli in Früchten. Pfirsich-Maracuja in Birne. Was haben wir hier? Früchte allerlei mit Vollkorn. Und Apfelstückchen und Vollkorn. Dann geht's weiter. Salami und gekochten Schinken. Dann hat sich Mia den Joghurt hier ausgesucht. Joghurt mit der Ecke des Monats. Das ist die Ecke des Monats. Einmal Biber Knusperspaß und einmal Eichhörnchen Schatz. Genau. War übrigens auch im Angebot für 29 Cent, sonst ist mir das echt zu teuer. Dann habe ich 2x so Naturjoghurt mitgenommen. Da können wir zum Beispiel Erdbeeren reinmachen oder wo auch immer die Blaubeeren jetzt sind. Hier drunter die Blaubeeren. Dann habe ich einen Tortenboden mitgenommen. Da habe ich hier oben auch noch einen. Sammelt die. Nein, ich wollte einen Erdbeerkuchen machen und wir sind am Sonntag eingeladen bei meiner Schwiegermutter und da wollte ich gerne den Tortenboden mit Pfirsichen belegen. Ja, Abend. So. Dann habe ich hier Schwarzbrot, also so Sonnenblumenbrot. Frikadellen wollte Mia unbedingt haben. Nein. Und. Ja, ich habe nur, das waren die einzigen Mini-Frikadellen. Und was ihr bei Lidl mal versuchen könnt, sind auch diese Gemüsefrikadellen. Die genau, schmeckt auch lecker. Dann habe ich hier Rustipani, war auch im Angebot. Das kostet uns 1,99 und jetzt war es für 1,69 im Angebot. Einmal mit Hähnchenbrust auf Frischkäsecreme und das schmeckt richtig lecker. Das haben wir schon mal gegessen. Und einmal Salami und das schmeckt auch gut. Also ich finde das echt lecker. Das habe ich euch schon gezeigt. Dann habe ich für meinen Lieblingsmann Chili Cheese Nuggets gekauft. Aber die mag ich nicht. Na klar, mag ich nicht. Dann Kohlrabi, so Kohlrabi-Rahmgemüse. Dann nochmal Fleischsalat, auch für meinen Mann. Für mich Mozzarella-Sticks. Kriege ich keine ab? Doch, einen. Drei, mindestens. Wir verhandeln nochmal, wer wie viel abbekommt. Aber die liebe ich. Ich gewinne. Ich gewinne. So, dann nochmal ein Sandwich-Toast, Paprika und zu guter Letzt Käse für den... Gratin. Nee, ja, Gratin-Käse ist aber für die Pizza.
Ja, das war es eigentlich so. Und also ich habe 75 Euro ausgegeben und nochmal 15 Euro, nee, 10 Euro. Genau, 10 Euro plus Pfand halt für die fürs Krombacher alkoholfrei. Was war im Angebot? Für 10,49 €, genau. Sonst hätte ich auch nichts gekriegt, hat sie gesagt. Ja, nee, weil sonst hätte ich den Sechserträger mitgebracht, aber ich kaufe eigentlich das Bier immer nur, wenn es im Angebot ist. Und jetzt seht ihr mich auch nochmal. Also ich wollte jetzt Tschüss sagen. Peace? Nee, Doppel-Peace. Nein, warte. Oh, Liebling, du bist voll fies. Ja, wenn ihr jetzt wisst, wie wir meinen, dann schreibt es in Ups. die Kommentare. Koya guckt Die so viel Kommentare YouTube. sind schon voll mit, wie viel Gurken die Leute kaufen in Ja, allen. jetzt mal ganz im Ernst, ne? Ich meine, wir haben jetzt heute Donnerstag. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Das sind 5 Tage. Wenn ich jeden Tag 2 Gurken esse, das Und, kommt rund. ne, ich werde einen Geldschein verwetten in der Farbe meines T-Shirts, dass sie vor Montag aufgegessen hat. Alleine. Ja, ich esse gerne Gurken. Sonst kriegst du einen Hunderter vom Nagellack. Aua. Ja, und das war jedenfalls unser Haul. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wir sehen uns entweder im nächsten Haul wieder Oder im nächsten Block. oder im nächsten Vlog. Jetzt bin ich verwirrt. Mir willst du Tschüss sagen oder was? Du wolltest gerade Hallo sagen? Ich meine, ich liebe euch.